Bei stürmischem Nordseewetter darf Lönne heute endlich in sein vorübergehendes Zuhause umziehen, auch wenn er noch nicht so richtig weiß, was hier genau passiert. Dabei wartet auf ihn der Rundum-Service der Seehundstation Friedrichskoog. Als Lönne vor 2 Wochen in List auf Sylt entdeckt wurde, wog er nur 8 Kilogramm und muss jetzt aufgepäppelt werden. Nachdem er gemeldet wurde, dort treibend im Wasser gesehen wurde, ist der Seehundjäger dorthin gefahren, hat sich das Tier angeschaut, hat erst mal eine Weile beobachtet, sich die Situation genauer angeschaut, ob die Mutter noch in der Nähe sein könnte und nach genauem Abwägen dann entschieden, dass das Jungtier zu uns in die Seehundstation kommen soll. Noch darf Lönne den Aufzuchtbereich ganz alleine erkunden, aber in den nächsten Wochen kommen noch viele neue Spiel- und Kuschelgefährten dazu. Denn im Wattenmeer hat die Hauptgeburtenzeit der Seehunde gerade erst begonnen und dauert bis August. Immer wieder passiert es, dass Heuler ihre Mutter verlieren und Hilfe brauchen. Wenn man einem Jungtier am Strand begegnet, sollte man auf jeden Fall weiten Abstand halten, mehrere hundert Meter. Und man sollte seinen Hund an die Leine nehmen, da es auch zu Verletzungen und Krankheitsübertragungen kommen kann. Und wenn man sich nicht so richtig sicher ist, ob mit dem Tier alles in Ordnung ist, also vielleicht auch den Verdacht hat, dass es ein Heuler ist, dann unbedingt die Polizei oder uns in der Seehundstation anrufen. Für die Mitarbeiter geht die Arbeit jetzt richtig los. Vergangenes Jahr wurden hier 199 Heuler abgegeben. Alles wird hier nochmal sauber gemacht. Alle Warthosen werden auf Dichtigkeit überprüft. Alles wird 3-mal grundgereinigt, neu beschriftet und nachbestellt, dass wir für die Saison gut gerüstet sind. Und alle machen nochmal Urlaub vorher, weil dann heißt es 3 Monate Urlaubssperre, da wir alle Mann hier an Bord brauchen. In der Seehundstation soll Lönne lernen, selbstständig Fisch zu fressen und der Heuler muss sein Gewicht verdreifachen. Erst wenn er mindestens 25 Kilogramm wiegt und stark und gesund ist, darf Lönne wieder in die Nordsee zurück.